Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder mit einem Set von Playtiff, und zwar dem Playtiff Police Truck. Und ich habe wirklich lang gewartet, bis ich dieses Set endlich mal von Lidl direkt kaufen konnte und nicht von einem viel zu teuren Reseller bestellen musste. Und deshalb wurde in der Zwischenzeit natürlich schon sehr viel über dieses Set geredet und wie darüber geredet wurde. Die einen haben gesagt, das ist wirklich der Grund für Lego zu kapitulieren, wenn Lidl so ein Set für dieses Geld hier rausbringt. Aber auch wenn schon viel darüber geredet wurde, möchte ich mich natürlich auch noch selber davon überzeugen und euch auch nochmal meine Meinung mit dazugeben. Das Set ist ab 5 Plus geeignet, hat 509 Steine, ist von der Verpackung im Endeffekt genau wie die anderen Playtiff-Verpackungen, und wir haben eben hier so einen Polizeitruck mit ein paar Figürchen. Wenn wir uns das oben anschauen, haben wir einfach nur noch das mit dem Polizeitruck stehen. Und hier haben wir das wirklich spannendere Bild. Und zwar sieht man hier so ein paar Funktionen von dem Set. Und das erinnert schon sehr an so eine schöne mobile Einsatzzentrale. Ansonsten ist es bei diesen Boxen ja so, zumindest bei den kleinen Boxen von Lidl, dass wir hier nur noch sehr viel Text haben und nichts Spannendes mehr. Und deshalb würde ich sagen, ich mache die Box jetzt gleich mal auf. Und wir schauen uns noch zusammen die Teiletüten und die Anleitung an. Ich möchte euch mal was fragen. Wann habt ihr das letzte Mal so eine Box bekommen, auch von Lego oder einem x-beliebigen anderen Klemmbausteinhersteller, die so gefüllt ist? Ist echter Wahnsinn. Hier ist einfach fast keine Luft drin. Ansonsten haben wir natürlich hier drin die Anleitung. Dann haben wir nochmal diese universelle Anleitung, die immer bei Playtiff mit dabei ist. Dann haben wir den Stickerbogen. Naja, bei einem Spielset ist es völlig in Ordnung. Im Endeffekt ist das ja ein Äquivalent zu einem City-Set und da beschwert man sich auch nicht über Sticker. Und ich bin auch der Meinung, das Set wird wahrscheinlich ohne Sticker genauso gut aussehen. Und wenn wir uns die Anleitung so anschauen, ist die, wie wir es von Playtiff gewohnt sind. Es ist im Endeffekt wieder genau dasselbe. Es ist ausgegraut, was schon gebaut wurde, was wieder gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Insgesamt haben wir 32 Seiten und 97 Bauschritte. Und hier haben wir nochmal die Teileliste. Könnt ihr euch ja wie immer gerne mal anhalten, wenn euch das Ganze interessiert. Bitte auch beachten, wir haben hier wirklich nur die Farben, die in dieses Set reingehören. Und wir haben Sitze. Ist auch kein Standard mehr bei Lego. Das ist einfach großartig. Also das könnte wirklich Satire sein, wenn man das so sagt. Dass es echt cool ist, dass in einem Fahrzeug Sitze sind. Aber es ist leider ja so. Ansonsten haben wir drei Bauabschnitte, haben wieder die Teiletüten mit den Bauabschnitten gekennzeichnet, und dann haben wir noch die vierte Teiletüte mit der 4 gekennzeichnet, wo die Figuren drin sind. Wie gesagt, es ist einiges an Masse an Teilen, was wir jetzt hier liegen haben. Aber wie immer sprechen wir ja über die Teile erst, wenn es wirklich soweit ist. Und zwar ist das während dem Bau, wenn wir auch wirklich über die Teilequalität was sagen können, obwohl ich mir da bei Playtiff echt keine großen Sorgen mehr mache. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten Bauabschnitt wieder. Ich wünsche wie immer viel Spaß dabei. Und wir sind fertig mit dem ersten Bauabschnitt nach nun 30 Bauschritten. Und wir haben hier die Zugmaschine eben von dem Polizeitruck gebaut. Und man muss sagen, es ist bisher ein wirklich, wirklich entspannter Bau. Und entspannt ist hier einfach als positiv anzusehen. Weil es geht hier eben um ein City-Set. Und das ist halt einfach für Kinder, beziehungsweise wenn es Erwachsene bauen, zum Kopf ausschalten. Hier erwartet man keine atemberaubenden neuen Bautechniken. Und deshalb ist es einfach schön, wenn man hier ein schönes, entspanntes, fehlerfreies Bauen hat bisher. Natürlich erwartet man auch bei City keine riesige Detailtreue, aber dafür haben wir hier wirklich schon ein paar coole Funktionen drin. Natürlich wäre auch der ganze Truck mit diesen Stickern hier vollgepflastert. So ist es halt eher eine generische Zugmaschine mit ein paar Lichtern drauf, anstatt ein richtiger Polizeitruck. Wie gesagt, ich habe kein Problem hier mit den Stickern. Wenn die halt ein Kind drauf macht, weil es damit spielen will, ist ja überhaupt kein Problem. Es ist eben ein Spielset. Schade ist nur, wenn wir uns das hier oben anschauen. Das ist kein Dreck, sondern das sind Kratzer, beziehungsweise wie Anstoßstellen, was natürlich auf Weiß sehr stark auffällt. Und hier wurde einfach nirgendwo gespart, hier wurden die Teile halt reingebolzt, wenn sie gut dazu gepasst haben. Auch super cool finde ich, das ist einfach hier eine Platte in diesem Trans-Red. Das sind nicht zwei 1x4, das ist eine Plate. Das ist super cool, das ist eine 4x4er Plate. Auch haben wir hier einfach eine gescheite Aufnahme für den Trailer. Und das sind, wie gesagt, keine Sachen, bei denen einem alles aus dem Gesicht fällt und man denkt, oh was, wie krass ist das denn? Aber es ist einfach super cool, weil Lego City, der originale Ableger, hat sowas nicht mehr. Und das, alleine das hier, wäre bei Lego wahrscheinlich ein 20-Euro-Set geworden. Und wir haben bis hier aber nur die Zugmaschine gebaut. Einen von drei Bauabschnitten. Wir haben das alles noch an Tüten. Und das Set kostet, je nachdem, wo man es bekommt, 15 und maximal 20 Euro. Also, ihr seht, ich bin wirklich bisher von der City-Warte sehr begeistert von dem Set. Und ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal weiter. Und wir sehen uns dann gleich, wenn der Trailer noch gebaut wurde.
Und schon ist der Little Plaintiff Clippys Polizeitruck fertig, beziehungsweise die mobile Einsatzstation und wie auch immer ihr das nennen wollt. Und natürlich ist uns allen bewusst, das hier ist ein Spielset und das Wichtigste an einem Spielset sind die Spielfunktionen und damit der Spielwert. Und deshalb kommen wir auch schon mal zu den Spielfunktionen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Zugmaschine an. Einmal hat die Zugmaschine ein abnehmbares Dach. Das heißt, wir können hier eine Figur reinsetzen, beziehungsweise sogar zwei, wenn wir diesen Aufbau hier rausbauen. Und wir haben hier drin zwei Sitze, ein Lenkrad, ein Schalthebel und alles, was so ein Fahrzeug braucht. Das ist ja leider bei Lego auch nicht mehr selbstverständlich. Und nachdem man dann seine Figur hier reingesetzt hat, kann man das Dach einfach wieder draufsetzen und alles ist gut. Und jetzt wird's ganz spektakulär, meine Freunde. Wir haben Türen. Man kann bei diesem Fahrzeug Türen öffnen. Ist ja auch bei Lego leider nicht mehr Standard. Der nächste Punkt ist, und den finde ich richtig cool, man kann dieses gesamte Führerhaus bei der Zugmaschine hier aufklappen und hat dann hier unten den Motor angedeutet. Das Coole daran ist, dass man dadurch halt schon wieder so viele Möglichkeiten hat, in der City-Welt zu spielen. Also zum Beispiel, man hat hier diesen Transport und dann hat man einen Motor und Problem, kann den dann hier aufklappen, hat vielleicht noch eine Mechanikerfigur, die dort dran arbeitet und währenddessen muss man den Transport beschützen oder was weiß ich. Das sind viele Möglichkeiten. Das Einzige, was die Funktion so ein bisschen verschlechtert, ist, wenn wir das hier zu weit aufklappen, dann stößt das hier vorne an und hebelt diese Stoßstangen hier vorne ab. Das ist jetzt kein Riesenproblem und kein Riesenfehler, aber das hätte man ein bisschen schöner lösen können. Wenn man aber davon weiß und das Ganze hier vorne als Anschlag akzeptiert, dann passiert da beim Spielen überhaupt nichts. Und jetzt, wo wir uns das Innenleben des Trucks angeschaut haben, schauen wir uns als nächstes schon mal die einzelnen Teile und die zubehörlosen Teile an. Ist ja bei mir eher ungewöhnlich, das kommt ja eher zum Schluss, aber hier passt es einfach sehr gut, weil wir haben hier auch zwei obligatorische Lego-Kaffeetassen für die Zugmaschine vorne. Einfach großartig. Dann haben wir den Schlüssel, haben hier nochmal zwei Mikrofone, haben wir nochmal zwei Lautsprecher, haben ein Walkie-Talkie, zwei Handschellen, ein paar Ersatzhände. Und was ich cool finde, wir haben hier diese zwei grünen Plates drin, die Fantasie des Kindes nochmal sehr anregen können, weil das kann alles sein, von Sprengstoff in Anführungszeichen zu Geld. Man kann daraus wirklich einfach alles machen, worauf man Lust hat. Dann haben wir natürlich auch noch einige Figuren dazu. Wir haben einmal diese weibliche Figur, diese männliche Figur als Polizisten, sind beide bestückt mit einer Waffe. Der männliche hat noch ein Walkie-Talkie und der Rücken und die Brust bei den Figuren ist bedruckt. Ich meine, klar, die Figuren haben nichts mit Lego-Figuren zu tun. Man hat auch keine Probleme mit diesem Designschutz von Lego und dafür, dass dieser besteht, dafür kann ja nicht Little was, sondern das ist Legos Schuld. Und ein Kind, was damit spielt, das stört's einfach nicht, wenn es kein Hardcore-Lego-Fan ist, ob die Figur nun mal so oder anders aussieht. Dann haben wir nochmal so eine Spezialtruppe hier, ebenfalls bewaffnet und auf so einer Platte stehen. Und ja, ganz ehrlich, ich gebe euch den Punkt, ob diese echt aussehenden Waffen sein müssen. Muss nicht unbedingt sein, weil es hier um ein Spielset für Kinder geht und nicht um ein Kriegsset. Und die wahren Füchse unter euch haben ja jetzt schon gemerkt, da fehlt doch eine Figur. Da gibt es doch noch einen Verbrecher dazu. Und dazu kommen wir jetzt, wenn wir uns den Trailer angucken. Und bei dem Trailer haben wir hier hinten so eine kleine Zelle. Und in der kleinen Zelle habe ich ihn einfach schon mal reingesetzt. Und ja, zugegebenermaßen natürlich ist die Zelle sehr spärlich. Aber sie erfüllt ihren Zweck. Wir haben hier hinten so ein bisschen Gitter. Da kann der wenigstens nicht wie in so manchen Lego-Set durch die Öffnungen, die zum Inneren des Trailers führen, abhauen. Und wir haben so ein kleines Fensterchen. Und wir haben sogar einen Sitz. Ja, wir haben einen Sitz. Wie gesagt, das ist in den meisten Lego-City-Sets nicht mehr Standard. Und der hat in seiner kleinen Zelle mehr Sitze als die meisten Lego-City-Autos. Und ja, ich gebe es zu, das waren an der Stelle jetzt wirklich genug Lego City Witze, aber die Vergleiche sind manchmal einfach zu gut. An der Seite seht ihr ja auch schon die ganze Zeit diesen gelben Knubbel. Und er hat seinen Grund. Denn mit diesem Knubbel kann man hier die ganze Wand hochklappen und schaut ins Innere des Trailers rein. Und das ist zugegebenermaßen recht spärlich eingerichtet, besonders weil hier noch die Sticker fehlen. Eigentlich hätten wir hier durch Sticker einen PC angedeutet, hier noch ein paar Monitore, haben hier noch einen Stuhl drin, ja, der lässt sich drehen, noch so ein Hebel an der Wand, ein Feuerlöscher, Handschellen an der Wand und was ich besonders cool finde hier oben, haben wir durch diese Trans-Yellow-Teile Lampen angedeutet und so baut man wirklich schlau Details, weil diese Lampen hier halten ja währenddessen noch das Dach, das heißt man hat hier keine Teile verschwendet, sondern Teile, die man sowieso gebraucht hätte, einfach sinnvoll genutzt, indem man sie eben als Lampen nimmt. Ich stehe auf solche kleinen Sachen einfach.
Ebenfalls kann man dann dieses Teil hier verstellen, also zuklappen und aufklappen, und kann eben das hochklappen, wenn man jetzt mit dem Trailer fährt. Und wenn man ihn abstellen will, kann man ihn auf diesen Teil abstellen. Ist sehr schön. Dann haben wir noch diese Boxen hier vorne. Die kann man öffnen. Da haben wir jeweils hier zwei Stück und auf der anderen Seite nochmal zwei Stück. Und da hat man eben Platz, um das ganze Zubehör nochmal drin zu verstauen. Ist auch wirklich praktisch, da kommt es nicht so schnell weg. Und das letzte Coole, was noch zum Pannenspielthema passt, ist, wir haben hier einen Ersatzreifen dran. Das heißt, man kann so eine Panne noch viel cooler spielen, eben mit einem Reifenschaden und muss dann den Reifen wechseln oder ähnliches. Als letztes ist jetzt nicht die Megaspielfunktion, ja, diese Satellitenschüssel hier ist drehbar. Ich wollte es nur mal mit erwähnen. Und natürlich ist das von den Formen hier rudimentär gehalten, aber es ist eben ein Pendant zur City-Reihe. Und natürlich wäre es cooler, wenn es Prints sind, aber wir bezahlen hier 14,99 und da sind Sticker vertretbar, die ich in dem Fall halt nicht aufgeklebt habe. Deshalb sieht es an der einen oder anderen Stelle etwas nackig aus. Aber man könnte es trotzdem so bespielen. Was aber dann interessant wird, wenn wir über die 14,99 reden, ist, die Klemmkraft ist wirklich super. Wie wir es ja eigentlich von den Clippy-Sets mittlerweile sowieso gewöhnt sind. Es ist ein wirklich angenehmes Baugefühl und nur vom Aussehen haben die Steine den ein oder anderen Makel. Habt ihr ja vorne bei der Zugmaschine mit diesen Anstoßstellen gesehen und das hat man bei anderen Stellen halt auch noch dran. Trotzdem bin ich echt überrascht, wie gut sie diesen Weißton in der Farbtreue hinbekommen haben. Das ist einfach stark. Die einzige kleine Schwierigkeit, die mir beim Bau aufgefallen ist, ist, dass manchmal die dunklen Grautöne von dem dunklen Blau und dem dunklen Schwarz relativ schlecht zu trennen sind in der Anleitung. Das könnte man auf jeden Fall ein bisschen kontrastreicher da zeigen, das war aber auch das einzige Problem. Obwohl man hier schon ein bisschen mehr den Kopf anstrengen muss, also das Set war glaube ich ab 5+ empfohlen, so wie ich das gesehen habe, das ist wirklich eine unterste Grenze meiner Meinung nach. Das ist nicht zum komplett den Kopf abschalten gedacht. Man hat schon eine gewisse Schwierigkeit, aber es ist trotzdem für jeden, der schon mal ansatzweise ein bisschen was mit Klemmbaustein gemacht hat und für jeden älteren Neuling locker zu bauen. Und anschließend, bei diesem Traum eines Spielsets von Funktionen, und wir reden jetzt im Vergleich zu Lego mit heute, ja, Lego hatte auch tolle Sets und tolle City-Sets mit vielen Funktionen, die sind aber leider schon eine ganze Weile her. In dem Gesichtspunkt für 14,99, ich sag's immer wieder, gibt's hier natürlich eine fette Kaufempfehlung. Schade ist natürlich, dass das Set meist ausverkauft ist, aber das kommt immer mal wieder online oder in den Filialen. Da braucht man einfach mal ein Fünkchen Glück. Bedenkt immer, man bekommt das Set neu bei Lidl oder in der Filiale für 14,99. Unterstützt hier keine überteuerten Reseller. Wenn ihr noch 20 dafür bezahlt, alles in Ordnung, dann habt ihr immer noch einen guten Deal gemacht. Aber es ist es nicht wert, dann für ein Set, was eigentlich 15 Euro neu kostet, 30 oder 40 Euro bei einem Reseller zu bezahlen. Wenn ihr natürlich dieses Set hier selber besitzt, dann schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Vielleicht habt ihr ja auch ganz andere Erfahrungen gemacht als ich und könnt damit den anderen in den Kommentaren auch noch weiterhelfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valley Brick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt, gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Und wir sind fertig mit dem ersten Bauabschnitt nach nun 30 Bauschritten. Und wir haben hier so die Zugmaschine. Sprachen lernen, Bubble.